Beitrag überleiten. Gerhard Puschnik und Ali El-Gubashi im Gespräch. Die beiden unterrichten an der AHS im Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch und sind intensiv bemüht, diese Voraussetzungen für Reflexion zu leisten. Hallo. Wir kennen uns seit bald einem Jahr. Ja, ich durfte in eurer damals noch ehrenamtlichen ersten Flüchtlingsklasse am Gymnasium einen Workshop halten für die soziale Skulptur und ich habe da sehr viel gelernt. Wie immer gab es vor dem eigentlichen praktischen Arbeiten einen Diskussionsteil. Ich hatte da die Absicht, euren Schülern im Alter, also bis 27 Jahre, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ungefähr ab 15, 16, ein paar extrem kontroverse Passagen vorzulegen, um sie wirklich zu dieser Diskussion auch anzuregen. Unter anderem war das die Passage, man kann doch nicht von einem Tag auf den anderen im Hauruck-Verfahren 1 Million Leute aufnehmen, die nur Diktatur, Krieg, Folter und Bomben kennen und aus einer Kultur kommen, in der die Frau ein zweitrangiges Wesen ist, in eine freie Gesellschaft verpflanzen. Das ist aus einem Interview aus der Zeit mit dem französischen Intellektuellen Pascal Bruckner. Ali El-Gubashi, Sie haben das damals für mich übersetzt und die Schüler waren fassungslos, womit ich Sie hier konfrontiere. Sie haben mir dann zu verstehen gegeben, dass so eine Diskussion auf diesem Level vollkommen undenkbar wäre mit den Schülern. Sie kommen schon wieder, ja. Oder? Dieses Jahr. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Nein, also für mich war es war wirklich, ja. Ich habe sehr, sehr viel gelernt daraus. Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie würden so ein Format des Gesprächs nicht kennen und auch nicht, dass man so offen unterschiedlicher Meinung sein darf. Also darin würde ich sagen, liegt auch für mich die große Bereicherung in der Begegnung mit euch, dass Dinge, die für mich vollkommen selbstverständlich sind, dass ihr quasi tagtäglich seht, die sind gar nicht so selbstverständlich. Du hast einmal gesagt, Gerd, ein wesentlicher Teil eurer Schüler hat vorher noch gar nie eine Schule besucht. Das heißt, ihnen ist auch das Format des Lernens, wie wir es praktizieren, gar nicht vertraut. Und das sind einfach ganz neue Einblicke, auf die kommt man, glaube ich, nicht von selber. Und deshalb bin ich jetzt sehr, sehr froh, wenn wir hier euren Überlegungen, eurem Gespräch folgen dürfen. Bitte. Ja, vielen Dank einmal für die Einladung. Ali und ich, wir unterrichten seit vielen Jahren gemeinsam an der gleichen Schule. Es ist also, wir haben einen Bildungszugang und als im Herbst 2015 plötzlich so im Laufe weniger Wochen sehr viele Schülerinnen bei uns gelandet sind in der Schule, waren wir angehalten, damit umzugehen, irgendwie darauf einzugehen. Sie können sich ja vorstellen, dass eine AHS, in der eigentlich Integration oder das andere eigentlich sehr selten vorkommt, weil doch eine sehr selektive Auslese vorher passiert. Also wir gehören zu jenen Schulen, in denen das nicht thematisiert wird eigentlich. Wir sind ausgeschlossen prinzipiell schon vom System. Das ist ein politischer Wille von Integration. Und das heißt, es war nicht ganz so einfach für uns. Ich war sehr froh, oder wir waren sehr froh, dass Ali auch bei uns an der Schule ist und er Arabisch spricht. Also es ist schon erkennbar, wir beide haben unterschiedliche Zugänge, auch unterschiedliche Herkünfte. Wie mein Name schon sagt, Puschnik ist ein typisch Vorarlberger Name. S mit Hatschek schreibt man. Also ich bin zugerast, hier geboren und aufgewachsen, aber habe doch ein ambivalentes Verhältnis auch zu diesem Land. Das, was wir in diesen 2 Jahren jetzt gespürt haben, im ersten Jahr haben wir die Klasse geführt mit 25 Schülerinnen, das war ein freiwilliges Projekt, ehrenamtlich geführt. Die Kolleginnen haben in ihren Freistunden den Unterricht gehalten. Wir haben nichts bezahlt bekommen und es war relativ kreativ. Wir haben gelernt im Gehen. Im zweiten Jahr hatten wir quasi einen Auftrag des Ministeriums, das zu tun, wurde auch bezahlt, aber da gibt es dann halt schon strikte Vorgaben.
was die Fächer anlangt und so weiter. Also da merkt man dann schon einfach auch die Macht und die Gewalt der Institution, die hier an die Schülerinnen durch uns Lehrerinnen herangetragen wird. Ich wollte heute eigentlich auch noch einen Schüler mitbringen, der konnte leider also nicht mitkommen, weil er im Matura-Stress ist. Und wie Sie wissen, hat sich das ja doch auch ein bisschen verstärkt. Deshalb möchte ich einfach ein paar Sätze aus seiner VWA, das ist eine vorwissenschaftliche Arbeit, die er geschrieben hat, zum Thema Bildung für Flüchtlinge in Vorarlberg, ein paar Sätze aus seiner Einleitung wiedergeben. Es sind nun 4,5 Jahre her, dass ich vom Flüchtlingslager Dreiskirchen nach Vorarlberg gekommen bin. Wegen meiner geringen Deutschkenntnisse wurde ich damals der Schule Pädagogisches Förderzentrum Feldkirch zugeteilt. Es war für mich eine Riesenfreude und ich war stolz, in eine österreichische Schule gehen zu dürfen. Und als mir jemand sagte, meine Schule sei eine Sonderschule, war ich doppelt stolz. Ich dachte, ich Glückspilz. Nicht nur eine gewöhnliche Schule haben sie für dich ausgewählt, sondern sogar eine Sonderschule. Eine Schule für ganz besondere Schüler. Als mich Mitschüler fragten, wieso ich eigentlich in dieser Schule sei, verstand ich die Frage zunächst nicht und antwortete, das sei doch klar, ich möchte gerne in die Schule gehen. Sie sahen mich ein bisschen eigenartig an und sagten, aber du lernst doch schnell und du weißt viele Dinge, die hier dies hier ist eine Sonderschule. Erst dann wurde mir erklärt, was eine Sonderschule ist. Ab dieser Zeit hat mich das Thema Bildungschancen und Chancengleichheit konstant beschäftigt. Nun, da ich in der Matura-Klasse der einzige Schüler mit Fluchthintergrund bin, weiß ich den Wert der Bildungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus meiner persönlichen Erfahrung noch höher zu schätzen. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass möglichst viele von denen, vor allem auch jugendlichen Flüchtlingen, die in Vorarlberg angekommen sind und hier leben, eine gute Chance auf Bildung und Integration erhalten mögen. Ich bin überzeugt, Bildung ist nicht nur die beste Voraussetzung für eine positive individuelle Lebensgestaltung, sondern auch für eine aufgeklärte und tolerante und damit friedliche Gesellschaft. Deshalb sollte keine Gruppe von Menschen von der Chance auf Bildung ausgeschlossen werden. Das ist der Text eines 19-jährigen Jugendlichen, der bei uns jetzt maturiert. Ich habe ihn betreut bei dieser Arbeit. Man sieht auch, wie es ist eine beachtliche Leistung von ihm, dass er in 5 Jahren die Sprache sehr gut gelernt hat. Also wir können uns mit ihm sehr gut unterhalten. Das heißt aber nicht, dass er in diesem Bildungssystem bestehen wird. Also die Matura, die zentrale Matura, nimmt auf solche Dinge, auf sprachliche Nuancen und so weiter, die vielleicht dann schwierig sind für ihn zu verstehen, keine Rücksicht. Also das, was wir gelernt haben, auch in diesen 2 Jahren, ist doch auf Widersprüchen nachzugehen. Und es wird jetzt natürlich kein Gespräch, wir haben auch nicht so viel Zeit, wie das Manfred Welte vor der Pause gemacht hat, als professioneller Interviewer. Wenn wir länger Zeit hätten, würden Sie vielleicht drauf kommen, dass wir uns auch widersprechen manchmal oder aneinander vorbeireden. Und doch war es für uns eine sehr wichtige Erfahrung, Ali. Ja, wir sollen zuerst einmal uns fragen, Gerhard, was wollen wir machen überhaupt in dieser Klasse? Was wollen wir erreichen mit Ihnen? Die Frage kann ich nicht beantworten. Wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Ja. Wir kommen ja immer wieder auch in Differenz zu diesem gesellschaftlichen Auftrag. Ja, ich glaube, die Schüler und die Schülerinnen, die die Schule besuchen jetzt, haben echt viel versäumt. Und ich glaube, wir sollen diese Zeit, was sie versäumt haben, eigentlich kompensieren. Also wir sollen auch sie fördern und auch ihnen sagen, hier ist die Endstation, die waren auf der Flucht und jetzt seid ihr da und ihr sollt eigentlich die deutsche Sprache lernen. Und auch noch, dass hier in dieser Gesellschaft gibt es auch Gesetze und. Aber ich erinnere mich genau, als ich Student war in Wien, dass die Wiener uns eigentlich immer wieder mitgenommen, also in den Wienerwald, also in die Oper, also ins Theater.
Also sie waren total offen. Ich weiß ja nicht, ich habe das Gefühl, dass unsere Schüler darunter leiden. Die leben ganz alleine, niemand hilft ihnen. Es geht nicht nur um Deutsch und Deutsch und Deutsch, es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten. Was sollen wir tun? Aber daran zeigt sich doch die Schwierigkeit. Wir treffen hier auf Schülerinnen, aber wir kennen nicht ihre Geschichte. Allein die Geschichte der letzten 2 Jahre vielleicht oder die Geschichte, als sie weggingen aus ihrer Heimat und auf den vielen tausend Kilometer hierher. Ja. Aber manchmal benehmen wir uns so, als ob sie gar keine Kultur hätten. Sie haben schon Kultur, aber sie haben das versäumt, ihre Identität selber auch kennenzulernen. Das ist auch ein Riesenproblem. Und dann kommt auch bei uns zum Beispiel, das sehe ich immer wieder heute zum Beispiel, am Vormittag war auch eine Diskussion, es kommen 4 Leute zu mir nach Hause und sie lernen Deutsch. Und das war auch diese Frage auch da, was sollen wir tun? Also zuerst einmal, das Buch ist echt eine harte Sache für sie. Also sie waren nie konfrontiert, mit so einem Buch zu arbeiten in ihren Ländern. Und dann kommt auch dazu, dass viele eigentlich die deutsche Sprache so durch Kurse gelernt haben, wo die Kurse gar nichts mehr beigebracht haben. Wir brauchen effiziente, professionelle Hilfe. Es gibt so viele ehrenamtliche Arbeiten, die eigentlich nicht so gut sind. Lieber darauf verzichten. Und bei uns auch sehen wir auch, dass sie etwas gelernt haben. Das heißt aber nicht, dass wir das besser machen, aber wir haben eigentlich die Kräfte. Wir sind selber Lehrer und wir haben sie verstanden. Und das ist sehr wichtig. Was sollen wir noch erreichen mit ihnen? Das ist die Frage. Die Frage ist doch auch, ob das nicht auch eine Überforderung ist, die Ansprüche, die an uns gestellt werden. Die Frage ist auch, wollen wir das überhaupt? Wollen wir das leisten? Schule hat ja ganz allgemein den gesellschaftlichen Auftrag, Schülerinnen, also jugendlichen Kindern, die notwendigen Dinge beizubringen, sodass sie im Arbeitsprozess integriert werden können, dass sie eine Existenz aufbauen können. Ja, aber Vorgaben sind doch nicht von uns gemacht. Ja, was sollen wir tun? Das ist auch das Ziel. Also für mich natürlich B1 oder B2, also die deutsche Sprache ist natürlich sehr wichtig und wir sind auch auf dem Weg. Aber für die Gesellschaft, was kann die Schule machen? Das ist auch ein Riesenproblem. Es gibt so viele, echt viele Jugendliche, die gar keine Kur da besuchen können. Also, und auch, ich habe das einmal gerechnet, genau braucht jeder Ausländer hier in Vorarlberg bitte über 2000 Euro. Das habe ich auch im Standard geschrieben einmal. Und das ist auch ein Riesenproblem. 2000 Euro, um man einfach diese Ebene da von B1 bis 2 zu erreichen. Und man spricht immer wieder Deutsch, Deutsch, und das ist sehr wichtig. Was haben wir bitte gemacht bei den Türken, die erste, zweite Generation? Niemand spricht heutzutage über die Integration der Türken. Das ist auch ein Riesenproblem. Es ist vorbei. Und ich weiß ja nicht, darf ich mal fragen, gibt es Türken hier oder Bosnier oder so? Also bitte, wo sind sie? Sind sie integriert? Sollen wir auch den Fehler noch einmal begehen? Das ist auch ein Riesenproblem. Und ich rede immer wieder in der Klasse, sie sollen eigentlich zuerst einmal die deutsche Sprache lernen und dann wir sollen auch ihnen Perspektive anbieten. Und ich weiß ja nicht, hast du Ahnung, was das Ministerium nächstes Jahr machen will? Das werden wir sehen. Aber ich möchte auch noch auf einen Punkt eingehen. Du hast es selber erwähnt vorhin. Eure Freunde, Bekannten in Wien haben euch mitgenommen. Ich glaube, dass gerade das Mitnehmen ein wichtiger Aspekt ist. Also ich sehe das so, wir haben die Schülerinnen, die zu uns in die Schule gekommen sind, eine Zeit lang auch mitgenommen. Wir merken dabei natürlich, dass dieses eine Jahr an der Schule niemals ausreicht, um überhaupt hier eine Orientierung zu finden, um überhaupt sich selbst zu finden. Ja. Also ich denke, dieser Anspruch, dass sie sich
finden und orientieren, ist in einer Gesellschaft, die selbst über weite Strecken orientierungslos ist, eine gewisse Anmaßung. Und ich glaube, wir sollen auch Ihnen die Schule von Ihnen zeigen. Jede Woche erzähle ich Ihnen von den Schulen, die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und auch noch, dass Sie, die letzte Woche, die haben so wie die Kinder gearbeitet, also mit den Farben und mit Papier und so. Und ich denke, was soll man Ihnen geben noch? Also ich glaube, wir sind total alleine. Also Barbara ist da, du und ich, und wir brauchen Geld, wir brauchen echt viele Sachen. Ich bin einfach unhöflich, ja, bitte, wir sind angewiesen auf Hilfe. Und ich rede immer wieder mit den Nachbarn und mit meinen also Kinder und so, dass sie spenden sollen, Bücher kaufen, Papier und Farben. Wir wollen echt diese Leute eine tolle Möglichkeit geben. Wir sollen nicht immer wieder reden und Deutsch und Deutsch. Wir sollen ihnen auch, ich weiß ja nicht, ich habe mit ihnen auch begonnen, vielleicht, ja, dass sie Theater spielen können oder irgendwas, dass wir auch, aber wir sind alleine. Genau, das ist auch die Konklusio für mich aus diesen 2 Jahren Erfahrung. Im ersten Jahr war es selbstorganisiert, es war etwas chaotisch, aber es war kreativ. Klar, wir haben Erfahrung jetzt. Wir haben dort Theater auch gemacht, wir haben viel mehr im kreativen Bereich gemacht. Und das ist das, was jetzt zum Beispiel fehlt. Es ist nicht vorgesehen. Das Ministerium sieht keine Stunden, die in Richtung Praxis gehen, händisch etwas zu tun, kreativ sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Und das bedauere ich sehr. Das heißt, wir können das nur in Zusatzangeboten machen, die wir selber organisieren. Ja, wir sollen sie natürlich integrieren. Na gut, also wie? Wie hat man das bei den Türken zum Beispiel, in meiner Generation, wie hat man das gemacht hier in Vorarlberg? Gibt es also die erste Generation, die reden gar kein Deutsch. Ja? Das Zweite, die haben immer wieder Probleme. Was sollen wir einfach ihnen jetzt anbieten? Nächstes Jahr, das ist das Problem. Nehmen wir einfach manche, also 2 oder 3 auf? Oder wie machen wir das? Wir können es nicht lösen, außer dündlichen, aber wir können es aufzeigen. Ja, ja, leider die Zeit, wir können einfach stundenlang diskutieren, ja, und wir haben viel zu erzählen und zu berichten, und falls jemand von Ihnen die Klasse besuchen möchte, wir sind offen. Jeden Tag sind wir da. Also. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Kontaktchor. Eine große Gruppe. Eine schöne, große Freude. Wie viele Mitglieder habt ihr heute hier versammelt? Bitte? Wie viele Mitglieder vom Kontaktchor habt ihr heute versammelt? Circa 50 jetzt. Ja, beeindruckend. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns schon sehr auf euren Beitrag. Applaus. Ulrich Gabriel muss ich hier, glaube ich, im Land nicht vorstellen. Er ist Germanist und Musiker und prägt seit vielen Jahren, das kulturelle Leben hier in Vorarlberg im Land entscheidend und auf vielfältige Weise mit. Er gestaltet heute mit seinem Kontaktchor den musikalischen Abschluss von unserem Symposium, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ich bin auch neugierig, was es hier mit eurem Aufbau so auf sich hat. Ulrich wird jetzt uns in einer kleinen Einführung ein bisschen was erzählen über dieses Projekt. Und ja, dann herzlichen Dank. Ja, guten Abend schon, oder? Eigentlich. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. So beginnt ein Gedicht von Friedrich Nietzsche. Alle Parameter einer organisierten Gesellschaft, wie etwa auch der europäischen, finden sich auch in der komponierten Musik, im Zusammenspiel von Form und Material, das seit jeher eines der Grundprinzipien oder überhaupt das Prinzip der Kunst ist, aber auch eben der Gesellschaft. Das Zusammenspiel großer Menschenensembles oder Gruppen,
der Musik wie der Gesellschaft bedingt das Begreifen, Erlernen und Anwenden der in 3000-jähriger Entwicklung entstandenen Regeln, Parametern, Formen und Spannungsverhältnissen, einzeln und in Gruppen, sodass sich jedes einzelne Mitglied darin wiederfinden kann, beziehungsweise einsetzbarer Teil des Gesamten wird, Identität bildet, nutzbar und nützlich sein kann, in der Musik wie in der Gesellschaft. Wir machen im Kontaktchor soziomusikalische Arbeit. Dabei fällt mir immer wieder der erste deutsche Entwicklungsroman ein, wer wie Parsifal die genannten Grundvoraussetzungen einer organisierten Gesellschaft nicht kann, weil er sie nicht kennt, kann nicht mitmachen, er scheitert in Musik und in Gesellschaft. Parsifal lernt nach erstem Scheitern schließlich mühevoll die Regeln bei Gornemanz. Bei Eschenbach werden sie Tugenden genannt, was mir heute ein zielführender Begriff als Werte erscheint. Und zwar ein wesentlich zielführenderer Begriff als Werteerziehung. Der Kontaktchor besteht aus Menschen aus uns weitgehend fremden Kulturen, Menschen, die in unserer Gesellschaft unvorbereitet, sprachlos, kulturfremd gelandet sind und sich hier zurechtfinden wollen und müssen, und wir mit ihnen wollen und müssen, ohne beide Teile, dass beide Teile viel Lernzeit haben. Es geht sofort los. Darum sind wir ein Kontaktchor, Chorus Contactus. Und er ist aus vielen Gründen nicht vergleichbar mit einem Chor traditioneller, volksmusikalischer oder klassischer Ausprägung, was leider oft gemacht wird. Ich habe hier auch wenig Zeit wie die Vorangänger. Chorus heißt lateinisch Reigentanz, heißt aber auch Schar, Reihe, Haufen, Menge. Contactus von contigo, contingo, lateinisch heißt berühren, erfassen, ergreifen, in Berührung stehen. Damit ist eigentlich das Wesentliche unseres Chores, unseres Kontaktchors ausgedrückt. Leider wurde bisher kaum begriffen, was das soziale Lerninstrument Kontaktchor ist, was es kann, wirklich leistet und zu leisten imstande ist. Mit Singen, dir tun der Klesinge, wäre das zwar nett, ganz lieb, aber überhaupt nicht ausreichend, sondern sogar völlig unzureichend erklärt. Die Zeit fehlt, um darauf mehr einzugehen. Daher jetzt gehe ich gleich zu den Fakten und zum Programm, das wir machen. Daraus wird vieles von selbst klar. Der Kontaktchor wurde im Juni 2015 gegründet, ca. 220 Personen, Flüchtlinge, also davon 200, 190 bis 200 Flüchtlinge, sind seither erfasst worden. Der Chorus besteht zurzeit aus über 50 bis 60 regelmäßig wöchentlich teilnehmenden Flüchtlingen aus dem ganzen Land. 99% davon sind Männer zwischen 16 und 45. Eine Frau. Eine Flüchtlingsfrau. Dazu gehören als musikalischer und auch geschlechtlicher Kontrapunkt ca. 20 heimische Mitglieder, vorwiegend Frauen, die sich in unserer Schule, wie wir den Kontakt auch auffassen können, der Gesellschaft kontinuierlich, das heißt wöchentlich, mindestens einmal und darüber hinaus noch in sozialen Kontakten innerhalb des Chors im Kontaktchor begegnen und engagieren. Der Chor sieht seine Hauptaufgabe nicht darin, Konzerte traditionellen Stils zu machen. Er ist das Konzert selbst, ein Jahreskonzert. In mindestens 15 öffentlichen Auftritten im Jahr geben wir der Öffentlichkeit einen Einblick in einen Entwicklungsprozess, nämlich das Konzertare, Kämpfen oder Verzerto, ich bin jetzt auf Lateinisch unterwegs, aber es erklärt sich sehr viel über das Latein. Der Chor, ein von Verein Aktion Mitarbeiter Stadt Feldkirch und dem Land unterstütztes Projekt, macht Flüchtlinge sichtbar, bringt sie in Kontakt nach innen und außen. Es gibt nämlich viele, besonders 2015 war das der Fall, die überhaupt noch nie einen Flüchtling gesehen haben, aber natürlich schon alle Meinungen darüber gebildet haben längst und klar sind, wie das alles sein muss und zu sein hat. So.
Er bringt sie in Kontakt nach innen und nach außen. Er schafft Heimat. Wir singen zu 80% in deutscher Sprache. Und die Stücke sind zu 80% der Vermittlung der mitteleuropäischen oder europäischen westlichen Musikkultur gewidmet. Kaum Musik der Herkunftsländer der Flüchtlinge. Auch dafür gibt es wichtige Gründe. Die Hälfte der Arbeit von uns besteht in der sozialen Begegnung, Berührung, Auseinandersetzung, Sprachverständnis, der praktischen Werteanwendung, Tugenden zu erlernen, dem Üben von Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Kontinuität, Kontrolle, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Fähigkeit zur Einordnung und Unterordnung bei ständig wechselnden abstrakten und konkreten Strukturen, abstrakte der Musik, die wechseln auch ständig, gleicher Wertschätzung von Mann und Frau verschiedener Herkunftsländer, also die Verschiedenheit auch anzuerkennen der Herkunftsländer und der individuellen Verschiedenheit. Die andere Hälfte der Arbeit ist das Üben der genannten Parameter im Realen und Abstrakten, in unserem Fall vorwiegend anhand musikalisch nonverbaler Abläufe, wie richtige Töne, Klänge an richtiger Stelle im richtigen Ensemble zur richtigen Zeit zu setzen, zu bringen, grafische und musikalische Notationen zu dekodieren, zu lesen. Wir bemühen uns um Einstimmigkeit, erfreuen uns aber nicht minder am Dirty Singing, was von Schulmeistern oder Kunstkommissaren in Unkenntnis der Situation mit Sicherheit abschätzig belächelt würde oder wird. Unser Tun liefert ein anderes, noch unbearbeitetes Spiegelbild einer Gesellschaft, die sich am liebsten im gewohnten, blitzblanken, wettbewerbsfähigen, fertigen Spiegel mit Preisschild in barockem Rahmen sieht. Die Musik wie die Kunst überhaupt hat schon immer auf eine andere Partitur unserer Gesellschaft hingewiesen. Heute geben wir Ihnen einen Mini-Einblick in das Konzertare archaischer Formen wie Wechselgesang, Imitation, Call and Response, Übung der Einstimmigkeit, Versuche der Mehrstimmigkeit wie Kanon, Sprachrhythmik des deutschen Deutschlieder. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. So endet Nietzsches Gedicht. Angeregt davon fassen wir den Chorus Contactus als nonverbalen Versuch einer praktischen Heimatbildung auf. Und weil Imitation nicht nur das vielleicht wichtigste Erziehungs- und Lernprinzip ist, sondern auch das ganz große Thema der Kunst, hören Sie am Beginn ein in dieser Form erstmals vorgeführtes, noch in Arbeit stehende Komposition von Gerold Amann, den ich recht herzlich begrüße hier, mit dem Titel Wassermusik in grafischer Partitur, die Sie dann nach dem Stück sehen können. Dann 6 weitere Beispiele, kleine unserer Übungsmusiken, gezielt auf den Chor getextet und arrangiert, unter anderem von Gerold Amann, Rolf Abra und von mir. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann können Sie das hinten danach aus unserem Kontaktchor-Heft um 5 €. Und dem Informationszettel über den Chor bei Brigitte Theissen, der Organisationsleiterin, erfahren. Danke.
Wir kommen bei dir, wir kommen bei dir, übers Land, übers Meer, übers Land, übers Meer, unsere Reise, unsere Reise, ist lang und schwer, ist lang und schwer, wo wir auch waren, wo wir auch waren.
gold. Ringside gold.
Unglaublich. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Auch wenn vielleicht am Anfang deine Redezeit knapp bemessen war, ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, was du sagen wolltest, was ihr uns alle sagen wolltet. Unglaublich, vielen herzlichen Dank. Ihr habt ein ganz begeistertes Publikum. Ihr habt uns auch den schönsten Abschluss geschenkt, den man sich für so einen Tag denken kann. Vielen Dank. Ihr beschließt damit auch einen Tag, der für uns reich war an Eindrücken. Wir haben viele neue Impulse bekommen. Ich möchte den Tag jetzt schließen mit einem Dank zunächst bei unseren Referentinnen und Referenten, beim Museum Manfred Welte, vielen Dank, bei der Technik Martin Beck und besonders auch bei Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, dass wir den ganzen Tag lang gemeinsam reflektieren konnten. Vielen herzlichen Dank und schönen Abend.